Die Geheimnisse von Diddy. So wurde Diddy direkt ins Drogenmilieu geboren und besuchte eine katholische Jungschule, in der keine Mädchen erlaubt waren. Dass seine Mutter weiterhin mit Gangsters verkehrt haben soll und sogar im Rotlicht tätig war. Und laut den Gerüchten soll der Streit entfacht worden sein, weil Diddy ebenfalls eine Affäre mit Clive Davis gehabt hatte. Digga, da geht's los jetzt hier. Flog Usher nach New York und lebte im Alter von 15 Jahren ein ganzes Jahr lang mit dem 10 Jahre älteren Diddy zusammen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein neues Video rein. Und zwar ziehen wir uns jetzt mal ein Video rein von Ben Bugatti. Das Video heißt Die Geheimnisse von Diddy, Part 1. Diddy it in, man, Alter. Oder besser gesagt, Diddy it out, man, Alter. Diddy or Diddy not, Bishu. Wir gehen rein, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Diggi. Aber sowas von, Digga. Und los. In letzter Zeit gibt es täglich negative Schlagzeilen über P. Diddy, sodass sehr viele Menschen bemerken, dass Diddy, nett ausgedrückt, eine sehr fragwürdige Person ist. Dabei gibt es schon seit dem Beginn seiner Karriere etliche Kontroversen, die immer wieder unter den Teppich gekehrt wurden. Ich habe mir letztens eine Show von Diddy reingezogen, wo Rick Ross den auf die Bühne geholt hat, ne, wie der da rumgetanzt hat und so. Also da konnte man schon definitiv sehen, in was für eine Richtung der Cousin gepolt ist, so ein bisschen. Denn Diddy soll dafür verantwortlich gewesen sein, dass Dutzende Existenzen zerstört wurden und viele Menschen ihr Leben verloren haben. Die Cousins springen über Leichen. So, das ist aber auch nichts Neues. So, ne? Sobald Geld und Macht im Spiel ist, dann ist es halt einfach so, dass die meisten Menschen dann Ethik und Moral hinten anstellen. Deswegen habe ich mich tagelang hingesetzt, das halbe Internet nach Informationen über Diddys Machenschaften abgesucht und musste dabei leider auch bemerken, dass Diddy mehr als nur eine Leiche im Keller hat. Krass, Digga, ich bin gespannt. Deswegen schauen wir uns heute die Machenschaften von Diddy an. Vergesst nicht zu liken und zu kommentieren und viel Spaß mit dem Video. Um Diddy ein wenig genauer zu verstehen, schauen wir uns zunächst das Leben. Das ist schon interessant, der geht so dokumäßig auch in die Vergangenheit und so rein, ne? Dem Vater an. Krass. Combs wurde am 15. April 1938 in Harlem. Wie heißt er? Melvin Combs wurde am 15. April 1938 in Harlem, New York geboren. Er führte zunächst ein normales Leben, war gut in der Schule und trat nach seinem Schulabschluss in der Armee ein, wo er jahrelang im Vietnamkrieg diente. Dadurch erhoffte er sich, dass er nach seiner Armeezeit schnell einen Job... Bro, in dem Video hier sah der so aus wie der, Digga, guck mal. ...sein normales Leben, war gut in der Schule und trat nach seinem Schulabschluss in der Armee ein, wo er jahrelang im Vietnam... Hier, guck mal, das ist der Diddy, Alter, die richtige Diddy-Vibes hier. ...diente. Dadurch erhoffte er sich, dass er nach seiner Armeezeit schnell einen Job finden würde. Doch als er Ende der 60er Jahre wieder nach Harlem zurückkehrte, sah die Realität ganz anders aus. Der war ein richtiger OG, glaube ich, auf den Streets, Digga. Ich glaube, Diddys Vater war ein richtiger Gangbanger, so. Das hat auch Diddys ersten Connections, glaube ich, dann geholfen, auch in diese ganze Welt rein, in diese Rap-Welt rein auch und so. Denn inzwischen war die Heroin-Epidemie ausgebrochen und es gab noch mehr Arbeitslose als je zuvor, sodass Melvin monatelang keinen Job fand. Die Epidemie war so schlimm, dass alle seine alten Freunde entweder heroinsüchtig waren oder das Zeug verkauften. Also fing auch Melvin an, Drogen zu verkaufen. Und da er die richtigen Leute kannte, wurde er innerhalb kurzer Zeit zu einer sehr großen Nummer. Gerüchte zufolge war er eine Zeit lang die rechte Hand des legendären New Yorker Drogen-Kingpins namens Nicky Barnes, der sogar Geschäfte mit der italienischen Mafia machte. Außerdem war Melvin sehr gut mit Frank Lucas befreundet, den eigentlich jeder von euch aus dem Film American Gangster kennen müsste. Krass. Mit dem er regelmäßig Geschäfte machte, obwohl er viel jünger als alle anderen war. Frank Lucas war beispielsweise 8 Jahre älter, was zeigt, dass Melvin ein sehr tougher Typ gewesen sein muss, wenn er mit den Älteren mithalten konnte. Während Melvin auf den Straßen aktiv war, lernte er Ende der 60er Jahre ein junges Model namens Janice kennen, die er heiratete und mit der er am 4. November 1969 sein erstes Kind bekam. Und zwar Sean Combs. Oh shit, Bruder, Small Diddy. P. Diddy, der Jahre später zu einem der erfolgreichsten Geschäftsmänner der Musikindustrie wurde. So wurde Diddy direkt ins Drogenmilieu geboren und sein Vater nahm ihn überall mit hin. Frank Lucas sagte sogar einmal in einem DJ Vlad Interview, dass er Diddy kennenlernte, als er noch ein kleines Kind war, weil der Vater und die Mutter von Diddy ihn öfter mal mit zu Frank nach Hause gebracht haben. Me and Melvin Conner were good friends. Interesting soweit, Digga, finde ich. We did a lot of business together. I met Sean Conner, I met him with a little boy. He used to come out of my house. His daddy used to bring him out of my house.
Da Melvin viel illegales Geld machte, fehlte es Diddy an nichts. Und er kaufte sogar im Jahre 1971 ein Haus außerhalb des Ghettos, damit Diddy in einem besseren Umfeld aufwuchs. Doch leider hatte das illegale Geld auch seine Schattenseiten, wie sich noch im selben Jahr herausstellte, sodass die Geschichte ab jetzt langsam düsterer wird. Anfang der 70er Jahre hatte sich Melvin bereits ein eigenes Drogengeschäft aufgebaut und machte sehr oft Geschäfte mit einem Drogenschmuggler namens Willie Abraham, alias Jesus, der eine riesengroße Crew hinter sich hatte, die sehr gewalttätig war, bis ein Deal schief lief. Denn Ende des Jahres 1971 wurde Melvin mit einer großen Menge Heroin und $45.000 Bargeld erwischt, sodass er verhaftet und nach einer Kautionszahlung wieder entlassen wurde. Doch Gerüchte zufolge soll er ab da an mit der Polizei kooperiert haben, weshalb mehrere Drogenhäuser durchsucht und alle Geschäftspartner von Melvin observiert und teilweise verhaftet wurden. Einer, der aufgrund der angeblichen Aussagen von Melvin verhaftet wurde, war der eben erwähnte Drogenschmuggler namens Jesus. Denn aufgrund der Aussage von Diddys Vater stand Jesus unter Observation und wurde dabei gesehen, wie er mit einer Frau und einem Mann namens Walter Grant ein Haus in der Bronx mit leeren Tüten und Taschen betraten und wenig später mit prall gefüllten Taschen das Haus wieder verließen. Also griff die Polizei zu und fand in den Taschen mehrere Kilos Heroin und Tausende von Dollars, sodass alle drei verhaftet wurden. Am 28. Dezember wurden sie dann vor Gericht angeklagt und ihre Kaution wurde festgelegt, die sie noch am selben Tag zahlten, weshalb sie bis zur Verhandlung wieder freigelassen wurden. Da sich sehr schnell herumsprach, dass Melvin mit der Polizei zusammengearbeitet haben soll, stand Melvin ab der Freilassung von Jesus auf der Todesliste, ohne es Melvin war eine Snitch oder was? Wissen. Deswegen machte Melvin einfach weiter mit seinen Geschäften und wurde einen Monat später in einen Hinterhalt gelockt. Crazy. 26. Januar 1972 wurde Melvin höchstwahrscheinlich von Jesus oder jemandem aus seiner Crew zum Central Park gerufen, um einen Deal abzuwickeln. Also fuhr Melvin zum Treffpunkt und wartete einige Zeit, bis Walter Grant auftauchte, der einen Monat zuvor gemeinsam mit Jesus verhaftet wurde. Aus Rache schoss Walter dann mehrere Male auf den gerade mal 33 Jahre alten Melvin. Fuck, 33, Bro? Als er noch vor Ort verstarb. Walter gelang die Flucht, ohne Beweise zu hinterlassen. Doch durch Observation von Telefonaten konnte die Polizei feststellen, dass Walter Grant der Täter war, sodass er, sowie Jesus und 8 weitere Mitglieder seiner Crew, unter anderem wegen des Mordes an Melvin und des Drogenhandels im großen Stil, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurden. Damit wurde P. Diddy über Nacht zum Halbwaisenkind. Crazy, oh shit, das ist schon wild. Doch laut den Aussagen von Diddy hatte er trotzdem eine sehr schöne Kindheit. Der ist also auch ohne Vater groß geworden im Endeffekt, wa? Er lebte in einem sehr großen Haus und besuchte eine katholische Jungschule, in der keine Mädchen erlaubt waren. Das sind vielleicht die Ursprünge seiner sexuellen Neigung, wenn ich das mal so einfach reinwerfen darf an der Stelle. No Homophobia, nur mal so reingeworfen. Der Bruder hat im Kindesalter schon keine Girls gesehen, Digga, dass er irgendwann auf dem anderen Ufer gelandet ist. Weißt du, wie ich meine? Ist nur eine Dings hier, Verschwörungstheorie, Vecchio. Und laut den Aussagen von Diddy hatte seine Mutter 3 Jobs, damit sie sich alles leisten konnten. Es gibt jedoch sehr... Guck mal, da steht schon. Diddy hatte seine Mutter 3 Jobs, damit sie sich alles leisten konnten. Bruder. Es gibt jedoch sehr viele Gerüchte in Foren und Videos, die behaupten, dass seine Mutter weiterhin mit Gangsters verkehrt haben soll und sogar im Rotlicht tätig war. Das ist wild, ja. Bei diesen Gerüchten konnte ich auch nach langer Recherche keine handfesten Beweise oder Aussagen von Personen, die Diddy nahestanden, finden. Das möchte ich nochmal besonders betonen. Doch das will er besonders betonen, Vecchio. Ich wollte das Gerücht jedenfalls erwähnt haben, weil ich finde, dass dieses Gerücht erklären könnte, warum seine Mutter so viel Geld hatte. Und wenn Diddy so etwas als Kind miterleben musste, wie es die ganzen Gerüchte behaupten, dann würde... Damals gab es auch noch keine Onlyfans, Digga. Also da gab es nur... ...auch seinen heutigen Knacks ein wenig verständlicher machen. Bruder, in der Jungschule groß geworden und die Mother eventuell Prostitute, ist schon eine harte Geschichte auf jeden Fall, ne? Das kann definitiv für einen langfristigen Knacks sorgen. Naja, im Jahre 1987 begann Diddy dann sein College-Studium, wo er anfing, seine ersten Partys zu veranstalten. Dadurch lernte er den Rapper Heavy D kennen, der im Jahre 1989 bei einem... Da im College ging's schon los mit seinen Partys? ...Label namens Uptown Records gesigned war.
Uptown Records, Bro. Legend shit. Diddy, durch seine Partys immer mehr Interesse an der Musikbranche entwickelte, nahm Heavy D ihn mit nach Washington DC, wo Uptown Records seinen Sitz hatte, und stellte ihn den Chef des Labels namens Andrew Harrell vor, sodass Diddy ein Praktikum bei dem Label absolvieren konnte. Dafür musste er monatelang zweimal die Woche 8 Stunden nach Washington und wieder zurückfahren, bis Andrew ihn einen Vollzeitjob anbot, den Diddy annahm. Das war sein erster Schritt in die Musikbranche. Doch schon der Beginn von Diddys Karriere war mit Kontroversen behaftet. Denn im Dezember 1991 veranstaltete Diddy gemeinsam mit Heavy D eine Charity-Veranstaltung, zu der eine Menge Stars eingeladen wurden, sodass sehr viele Gäste dabei sein wollten. Doch Diddy unterschätzte den Andrang und engagierte nur die Hälfte der empfohlenen Sicherheitskräfte für die Veranstaltung. Die Sporthalle hatte Platz für 1750 Menschen, doch schon zu Beginn der Veranstaltung standen über 2000 Menschen vor der Halle und es wurden immer mehr, bis letztendlich über 5000 Menschen vor der Halle standen. Als die Halle dann voll war und keiner mehr reingelassen wurde, wurden die Menschen vor der Halle immer unruhiger und als dann noch gegen 19 Uhr LL Cool J gemeinsam mit Mike Tyson, Digga, heftig. Mike Tyson auftauchte, drehte die Menge vor der Halle komplett durch. Da die Menschenmenge langsam aggressiver wurde, gingen Diddy und seine damalige Managerin zum Eingang der Sporthallenlobby, um die Kasse wegzuräumen, falls es eskalieren sollte. Doch genau in diesem Augenblick brach eine Horde Leute die Tür der Lobby auf und versuchte, sich Zugang zu der Sporthalle zu verschaffen. Diddy und seine Managerin flüchteten daraufhin von der Lobby in die Sporthalle und verschlossen die einzige Tür, die zur Sporthalle führte und nicht abgeschlossen war. Damit war der einzige noch offene Ausgang aus der Lobby der Eingang, durch den Diddy tippt 1 Euro, where are you from? Zwinkernder Smiley. Halt, Yassine Tinman, Alter, ich küsse dein Herz, danke für den Euro. Mehr Menschen drängten, sodass alle innerhalb kürzester Zeit eingequetscht wurden. Zeugen berichteten davon, dass es so eng war, dass man noch kaum atmen konnte. Und so wurden die ersten Menschen ohnmächtig und fielen zu Boden, wo sie teilweise totgetrampelt wurden. Es dauerte über 15 Minuten, bis die Securities endlich die abgeschlossenen Türen öffneten und die Menschen langsam entkommen konnten. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits 3 Menschen ihr Leben verloren. Die Gäste in der Sporthalle halfen den Verletzten, ohne zu wissen, was überhaupt geschehen war. Dann wurde ein Mann bei dem ganzen Durcheinander durch eine Glasscheibe geschubst, was einen sehr lauten Knall verursachte. Durch den Knall glaubten einige Gäste, dass Schüsse abgefeuert worden waren und es entstand erneut Panik, bei der sehr viele Menschen auf die bereits am Boden liegenden traten. Am Ende der Veranstaltung verloren 9 Menschen im Alter von 15 bis 28 Jahren ihr Leben. Und eine Frau, rest in peace, Digga, war schwanger. Also waren es im Grunde sogar 10 Menschen. Dieses Ereignis war so tragisch, dass sogar der damalige Bürgermeister David Dinkins ein 67-seitiges Statement mit dem Titel Versagen der Verantwortung veröffentlichte. In diesem schreibt er, dass Diddy und seine Crew zu unerfahren für eine so große Veranstaltung waren und dass diese Tragödie hätte verhindert werden können. Nach dem Statement hagelte es an Anklagen gegen Diddy und seine Crew und nach Jahren Rechtsstreitigkeiten musste Diddy im Jahre 2000 einen Schadensersatz von $750.000 zahlen. Doch auch so ein großer Skandal, bei dem mehrere Menschen ihr Leben verloren, hielt Diddy nicht davon ab, weiter zu wachsen. Denn sein Chef Andrew Harrell hielt trotz der ganzen negativen Presse zu ihm, sich Diddy weiter an die Arbeit machte und dafür sorgte, dass Biggie Smalls und Craig Mack einen Vertrag bei Uptown Records bekamen, die beide sehr erfolgreich wurden und das alles, obwohl Diddy noch sehr jung war. Und ab da an begannen die Gerüchte. Laut den Aussagen der Sängerin Jagger Wright, die schon seit den 90er Jahren ein Teil der Musikbranche ist und mit Hip-Hop-Größen wie Jay-Z zusammengearbeitet hat, soll Diddy mit der Unterschrift bei Andrew Harrells Label Uptown Records Teil einer Gruppe geworden sein, die im Hintergrund ihre Macht ausnutze. So wie Diddy von Andrew Harrell unter die Fittiche genommen wurde, wurde auch der damals Mitte 20 Jahre alte Andrew Harrell wiederum von einem der erfolgreichsten Männer aus der Musikbranche namens Clive Davis entdeckt. Clive Davis, Bro. Der Typ, den ihr da seht, der Rechte. Das sind die, die mit keinen Konsequenzen rechnen, aber maßgeblich verantwortlich dafür sind, was passiert ist. Das ist nur meine Meinung. Ich sag nicht, dass es so ist. Das ist nur meine persönliche Meinung. Das sind genau die Jungs innen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, Bro. Das sind genau die Jungs innen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, Bro. Von denen überhaupt, wo diese Diddys und so überhaupt von geprägt wurden. Ausgebildet. Und Clive Davis ist einer der ersten Männer aus der Musikbranche, der öffentlich bekannt gab, dass er auf beide Geschlechter steht. Laut den Aussagen von Jagger Wright sollen Clive Davis und Andrew Harrell eine Affäre miteinander gehabt haben, wodurch Andrew im Jahre 1985 im Alter von nur 26 Jahren sein eigenes Musiklabel bekam. Und genau so soll es mit Diddy abgelaufen sein.
denn im Jahre 1993 zerstritten sich Diddy und Andre Harrell, sodass Diddy von Uptown Records gefeuert wurde. Und laut den Gerüchten soll der Streit entfacht worden sein, weil Diddy ebenfalls eine Affäre mit Clive Davis gehabt hatte. Digga, da geht's los jetzt hier. Deswegen erhielt Diddy, nur 2 Wochen nachdem er von Andre Harrell gekündigt wurde, sein eigenes Sublabel bei dem Label von Clive Davis namens Arista Records. Damit wurde Bad Boy Records geboren. Müsst ihr wissen, Alter, hinter jedem schwarzen, krassen Superstar steckt einer von den Konsorten, von diesen Clive Davids. Hinter jedem. Auch wenn die meisten von euch den Namen noch nie gehört haben. Mit Clive Davis im Rücken hatte Diddy einen der mächtigsten Männer der Musikbranche hinter sich. Denn Clive ist seit den 60er Jahren ein fester Bestandteil der Branche und hat wirklich mit jedem Megastar zusammengearbeitet, den ihr euch vorstellen könnt. Alles schwarz, Digga. Und wer macht das Major Money? Der weiße Cousin. Dadurch gewann er unter anderem 5 Grammys und wurde sogar in den Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, obwohl er kein Künstler ist. Clive Davis sorgte sogar dafür, dass Biggie und Craig Mack von Uptown Records entlassen wurden, damit sie dann bei Bad Boy Records unterschreiben konnten. Und damit stand Diddys Erfolgsgeschichte nichts mehr im Weg. Im Jahre 1994 wurde das Album von Craig Mack und das legendäre Debütalbum von Biggie über Bad Boy Records veröffentlicht, die alle relativ erfolgreich waren. Also machte sich Diddy auf die Suche nach neuen Talenten und kam dadurch in den Kontakt mit dem 15-jährigen Künstler namens Usher. Usher war bereits im Alter von 10 Jahren Teil einer R&B-Gruppe namens Nubik. Der arme, Digga, ja, ich schwöre. Der arme, Bruder. Ja, guck mal, wie unschuldig, Digga, weißt du, wie ich meine? Mann, Alter. Wenn man sich halt viel von dem ganzen Shit reinzieht, Alter, was so Hollywood angeht, Filmindustrie, auch Disney, Nickelodeon und so, da bin ich echt mittlerweile der Meinung, dass man Kindern unter 18 Jahren nicht erlauben sollte, in so einer Entertainment-Industrie überhaupt stattzufinden. Ich gehe wirklich so weit, dass ich sage, da sollte man schon erwachsen dafür sein. Wenn man sieht, wo die sich überall reinschleusen, dieser pädophile Ring, weißt du, und dann diese Kinder ausnutzt und so. Es sollte nicht möglich sein, finde ich persönlich. Kinder sollten Kinder bleiben, können sich dann, wenn die erwachsen sind, dafür entscheiden, in die Entertainment-Industrie reinzugehen. Und wurde im Alter von 13 Jahren von einem Mann namens L.A. Reid entdeckt, der Usher bei seinem Label LaFace Records unter Vertrag nahm. LaFace Records war wie Bad Boy Records ein Sublabel von Clive Davids Label Arista Records, sodass viele behaupten, dass Usher dadurch in ein sehr schlechtes Umfeld kam. Wie die Jahre zuvor, nur in einem noch viel jüngeren Alter. Als Usher bei LaFace unterschrieb, arbeiteten sie monatelang an Ushers Debütalbum. Doch während der Aufnahmen kam Usher langsam in die Pubertät und bekam deswegen einen Stimmbruch, sodass sie alle aufgenommenen Songs verwerfen und wieder bei Null anfangen mussten. Da L.A. Reid ab diesem Zeitpunkt nicht mehr wusste, wie er Usher vermarkten könnte, schickte er Usher nach New York zu Diddy, um ein Teil von Diddys sogenannten Flavor Camp zu werden, damit Diddy aus Usher einen Star machen konnte. Crazy. Flog Usher nach New York und lebte im Alter von 15 Jahren ein ganzes Jahr lang mit dem 10 Jahre älteren Diddy zusammen. Jahre später erzählte Usher im Rolling Stone Magazine, dass diese Zeit die härteste seines Lebens war. Und genau durch solche Aussagen fing die Gerüchteküche wieder an zu brodeln. Denn immer wenn Usher auf das sogenannte Puffy Flavor Camp angesprochen wurde, konnte man ihn regelrecht ansehen, dass er sich nur sehr ungern an die Zeit zurückerinnert, sodass viele behaupten, dass Diddy Usher etwas angetan haben könnte. And I lived with Sean Puffy Combs for a year. Now that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor some... Camp! Yeah, Flavor that's camp. What it was called. Im Livestream während einer Party in Diddys Haus, bei der auch Usher anwesend war, gab Diddy ein kleines Interview, in dem er sagte, dass er damals mit Usher zusammen aufgewacht sei und sie dann um die Cornflakes gerungen haben, als Usher gerade mal 10 Jahre alt war, bis er von Kevin Hart unterbrochen wurde. My brother right here from day one, we used to wake up and, I mean, damn, pause, but like, just back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes because he used to always get up early with me. Now he's one of the richest stars in the world. Back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes because he used to always get up early with me. Now he's one of the richest stars in the world. Yo, what did Puff just say? Puff just said we used to wrestle over the Frosted Flakes and we're streaming live. That was stupid. Bruder, das ist so krass, Digga. Der Arme, stell dir mal vor, der war 10 Jahre alt, Digga. Die sind zusammen aufgewacht. Das Gerücht bis heute, dass die... Digga. What did Puff just say? Puff just said we used to wrestle over the Frosted Flakes and we're streaming live. That was stupid. Genau wegen solcher Aussagen und Szenen hält sich das Gerücht bis heute, dass Diddy sich an Usher vergriffen haben soll. Doch dies sind alles nur Theorien ohne handfeste Beweise. Aber im Jahre 1994 entfachte ein Streit, bei dem Diddy einer der Drahtzieher sein soll, sodass wir am Ende 2 der größten Rapper der Geschichte verloren haben. Und zwar Tupac Shakur
und Biggie Smalls. That was this documentary that claimed, which we know wasn't true. But you listen, 7 years ago, I'd been like, yo, did you have... Also das muss ich actually in normaler Qualität Dings hören. But no, you have to do it like a journalist. Yeah, yeah, no, I mean, we wouldn't even get into nonsense like that. You know what I'm saying? It's nonsense. What you never believe. Nachdem Tupac einen Streit mit zwei New Yorker Untergrundgrößen namens Haitian Jack und die Henchmen hatte, wurde Pac im November 1994 in der Lobby des Squad Studios in New York überfallen und angeschossen. Da Biggie Smalls und Diddy zum gleichen Zeitpunkt im gleichen Gebäude waren, vermutete Pac, dass er in den Hinterhalt gelockt wurde. Nur einen Tag nachdem er angeschossen wurde, musste Tupac vor Gericht erscheinen, wurde für schuldig befunden und kam ohne die Möglichkeit mit Biggie oder Diddy zu sprechen ins Gefängnis. Laut den Aussagen von Tupac wurde er unter anderem wegen den Waffen von Biggie und seiner Crew wegen Waffenbesitzes schuldig gesprochen, sodass Pac sich ein wenig Unterstützung vom Bad Boy gewünscht hätte. Doch stattdessen wurde Pac in Haft alleine gelassen. When I got arrested in New York, I got arrested for Biggie. Them guns in my room was Biggie's guns because them cowards left the room when they heard the police was downstairs and everybody left their guns in my room. Serial numbers scratched out and I did not snitch. I took that case. So you can imagine how I feel when I'm in jail for that case. Und anstatt Tupac zu krass veröffentlichte Diddy den Song Who Shot Ya von Biggie. Du Arschloch, Digga, ich schwör's dir, Alter. Den natürlich alle als Diss gegen Tupac betrachteten. Obwohl der Song bereits Und das haben die entschieden, der und Clive Davis, Digga, und nicht Biggie selber. So, ganz klar. Das gibt nämlich dieses, Biggie hat seine ganzen Rechte abgegeben an Diddy. So. Gemeint, ey, ich geb dir hier das Cash und so, du unterschreibst diesen Vertrag und ich entscheide, wann, was, wie, wo rauskommt. Weißt du? Und war, bevor Pac angeschossen wurde, war der Zeitpunkt der Veröffentlichung alles andere als optimal von Diddy ausgewählt. Während Tupac im Gefängnis saß, eskalierte auch der Beef zwischen Death Row und Bad Boy, was dazu führte, dass Shook Knight bei den Source Awards auf die Bühne ging und Diddy das erste Mal öffentlich disste. Im September 95 trafen Shook und Diddy dann in einem Club in Atlanta aufeinander und ein Streit brach aus, bei dem ein Freund von Shook Knight namens Big Jake von Diddys Bodyguard namens Wolf erschossen wurde. Und oh shit, Digga, krass, wusste ich gar nicht. Wurde der Streit zwischen Bad Boy und Death Row blutig. Als Shook dann die Kaution für Pac zahlte, wurde Pac im September 1995 aus dem Gefängnis entlassen und ein Teil von Death Row Records. Da Pac und Shook Knight beide Wut auf Bad Boy Records hatten, eskalierte der Streit immer weiter. Boah, was eine wilde Zeit doch, ne? Weihnachtsfeier im Dezember 1995 wurde dann der Freund von Diddy namens Mark Bell von Shook, Pac und anderen Männern zur Seite genommen und zusammengeschlagen. Marks Aussage zufolge wollte Shook wissen, wo Diddy und seine Familie wohnen. Laut sehr vielen Aussagen, die von Informanten bei der Polizei... Shook ist auch ein ganz mieser Charakter, Alter. ...gemacht wurden, war das der Zeitpunkt, an dem Diddy Angst bekam und endlich zurückschlagen wollte. Deswegen setzte er sich mit der Gegenpartei von Shook Knights Gang zusammen, den Crips, die ihn ab da an beschützen sollten. Außerdem soll Diddy eine Belohnung von $5,000 ausgesetzt haben für jeden, der ihn eine Death Row Kette brachte, die Shook Knight nur den engsten Leuten schenkte. Und dadurch soll ein kleiner Krieg ausgebrochen sein. Nachdem der Song Hit 'Em Up von Tupac veröffentlicht wurde... Legende, Digga. Hit 'Em Up, Legendensong. Auch krass, dass dieser Song, Bruder, wird heute noch in Clubs gespielt, musst du mal überlegen. Ein Diss-Track, Bro, weißt du? Das musst du, also das ist schon ein legendärer Diss-Track, wenn der wirklich clubtauglich ist und der bis heute noch gespielt wird, so. Und es eigentlich einfach nur ein Diss-Track ist. Das ist schon krass, ne, wenn du überlegst, so. Im Juni 19... Dann bist du richtig gefickt, Alter. Wenn jemand einen Diss-Track gegen dich macht, der dann clubtauglich ist und der immer noch gespielt wird, Bruder, oh shit. 96, eine Gruppe von Bloods, die mit Shook Knight verbunden waren, auf eine Gruppe Crips, die mit Diddy verbunden waren. Dabei soll das Crip-Mitglied namens Orlando Anderson versucht haben, die Kette von Trayvon... Ah, Orlando Anderson, habe ich schon mal gehört. ...zu ziehen, um sich die $5,000 Belohnung zu sichern. Und Trayvon Lane ist wiederum der Mann, der Orlando Anderson am 7. September in Las Vegas erkannte. Ja, Digga, das war diese Vegas-Nummer, stimmt. Orlando attackierte, woraufhin Tupac... Ja, Digga, ja. Deswegen kam mir der Name so bekannt vor. ...kurze Zeit später erschossen wurde. Bei den Ermittlungen machte sehr schnell das Gerücht die Runde, dass Diddy der Drahtzieher war und neben den $5,000 für die Death Row-Ketten auch noch ein Kopfgeld von $1,000,000 auf Shook Knight und Tupac ausgesetzt hatte. Dadurch wurden unter anderem gegen den Onkel von Orlando Anderson namens Keefy D Ermittlungen eingeleitet. Im Jahre 2008 wurde dann der Drogenring von Keefy D monatelang überwacht, bis sie Keefy mit einer so großen Drogenmenge erwischten, dass er ein lebenslang ins Gefängnis gebracht werden könnte. Bei der Observation wurden auch Familienmitglieder von Keefy D erwischt, sodass sich Keefy dazu entschloss, endlich zu reden. Keefy in, man, Alter, gib mir die Keefy-Vibes, Bro. Und sehr viele der Gerüchte... Der einzige Diss-Track auf dem Level, ja, ne? ...bestätigen. Laut seinen Aussagen lernte Diddy im Jahre 1993 durch einen Drogenfreund namens Zip auf einer Party kennen. Ab diesem Zeitpunkt haben sie sich gelegentlich gesehen. Und Diddy soll sogar ein Auto von Keefy D für das Musikvideo von Usher ausgeliehen haben. Deswegen wusste Diddy, dass Keefy ein sehr respektierter Mann auf der Straße war. Bruder, dieser Name Keefy, Digga, das ist halt irgendwie lustig, ne? Keefy in, man, Alter, gib mir die Keefy-Vibes, Bro. Dann der Streit mit Death Row Records ausbrach, der immer gewalt...
Neue Shook Knight Interview schon reingezogen? Yes. Er wurde, hatte Diddy Angst um sein Leben und fragte Keefe um Hilfe, weil er wollte, dass Pac und Shook endlich von der Bildfläche verschwinden. Laut Keefes Aussage versprach Diddy ihm daraufhin $1 Million für den Mord an den beiden. Genauso, wie es die Gerüchte besagten. Dieses Angebot und die Ereignisse in Las Vegas sollen Keefes Aussage nach dazu geführt haben, dass Tupac von Orlando erschossen wurde. Krass, Bruder, ja. Zip sollte sich dann darum kümmern, dass sie das versprochene Geld von Diddy erhielten. Und ein Dutzend Leute behaupten bis heute, dass Zip mindestens die Hälfte über Umwege von Diddy erhalten habe, von dem er aber nichts an Keefe D abgab. Okay, das ist jetzt die Story. Also Diddy hat quasi im Endeffekt dafür gesorgt, dass Pac erschossen wurde, wa? Ich habe gehört, der hätte auch dafür gesorgt, dass Biggie erschossen wurde. Wurde natürlich auch verhört und bestreitet bis heute jeglichen Kontakt zu Keefe D. Auch wenn sehr viele Zeugen etwas... Bruder, hat doch das Auto von dem genommen für den Usher-Musikvideoclip, oder nicht? Behaupten, gibt es bis heute nicht mal ein Foto, das den Kontakt zwischen Diddy und Keefe D beweist. Da Keefe D aber jahrelang in Interviews über die Tat sprach, wurde er im letzten Jahr festgenommen und steht seitdem vor Gericht. Was, weil er in Interviews darüber gesprochen hat? Bei Diddy vor Gericht belasten wird, ist noch unklar. Doch das Gerücht, dass P. Diddy derjenige war, der indirekt für Tupacs Tod verantwortlich ist, hält sich bis heute. Auch wenn man sich wirklich nicht vorstellen kann, dass Diddy so ein skrupelloser Mensch ist. Doch die... Boah. Ey, der Cousin hat Gigolos beauftragt, seine Frau zu smashen, Digga, ohne Kondom. Also, hallo? Ich meine, das sind jetzt zwei verschiedene Sachen, da geht's nicht um Tod, aber dass der durch ist, das sind Facts. Die Geschichte zeigt erneut, dass DDS Faustdick hinter den Ohren hat. Das ist halt jetzt so diese Rap, das ist jetzt so diese Rap-Erklärung, was da eventuell passiert sein könnte. So, man könnte natürlich auch nochmal ein Level tiefer gehen und darüber reden, ob das vielleicht sogar von noch mächtigeren Menschen gesteuert wurde, dieser East Coast, West Coast Beef und dass die beiden dann erschossen werden und so. Da gibt es auf jeden Fall noch einige wildere Conspiracies in die Richtung, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle, um das mal vorsichtig anzureißen. Im Jahre 1995 entfachte ein interner Streit zwischen Diddy und Craig Mack, den ersten Künstler, den Diddy jemals unter Vertrag nahm. Laut dem ehemaligen Bodyguard von P. Diddy namens Gene Deal hatte... Der Bruder hat auch erzählt, wie Diddy McMill auseinandergenommen hat, glaube ich, ne? Und hat das aufgenommen. Mack ein Manager, den Diddy nicht kontrollieren konnte, sodass er Craig ein Ultimatum stellte. Entweder feuert Craig seinen Manager und engagiert einen Manager von Bad Boy Records, oder Diddy will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Doch Craig feuerte seinen Manager nicht, wodurch Diddy alle Zahlungen für Craig stoppte. Und da Craig vertraglich an Diddy gebunden war, sorgte Diddy dafür, dass Craig 3 Jahre lang sein fertiges Album nicht veröffentlichen konnte. Der Streit zwischen den beiden wurde so schlimm, dass Craig sich letzten Endes mit dem größten Feind von P. Diddy an einen Tisch setzte, und zwar Shook Knight. Krass. Sollte der erste Künstler bei Death Row East werden. Doch der Deal kam nie... Bruder, ich bin ehrlich, Digga, ich fühl Shook Knight mehr auf jeden Fall als diese Diddy-Connection. Also Death Row fühle ich mehr als Bad Boy-Vibes. Auch wenn ich weiß, Shook Knight ist auf jeden Fall ein mieser G, Alter. Der hat schon auch viel krassen Shit durchgezogen, so. Auch Sachen, weißt du, die ich jetzt selber auch nicht nice finde, aber ich fühle die Vibes auf jeden Fall mehr als diese Diddy-Vibes. Da Diddy ihn natürlich nicht gehen ließ und Death Row Records wenig später zerbrach, als Shook Knight ins Gefängnis kam. Da Craig Mack nun mit Diddys Feinden unterwegs war, soll Craig sehr oft von Diddy und seinen Leuten bedroht worden sein, sodass Craig nur noch bewaffnet aus dem Haus ging und teilweise sogar Angst um sein Leben hatte. Es dauerte bis zum Jahre 1997, bis Diddy ihn endlich gehen ließ und Craig dann bei BMG unterschreiben konnte. Doch inzwischen war so viel Zeit vergangen, dass Craig Macks Karriere nicht mehr zu retten war. Sein zweites Album floppte und deswegen bekam er jahrelang keinen Deal mehr. Aus diesem Grund hasste Craig Mack Diddy und sein Umfeld. Der Arme, ja. Bis er im Jahre 2018 im Alter von 47 Jahren an Herzversagen verstarb. Oh shit, rest in peace, Bruder. Dieser Majutster verdeutlicht erneut, dass Diddy sich nicht um das Schicksal seiner Künstler kümmert. Und he don't give a fuck, bro. Only thing he cares about is money and power, bro. And sucking dicks, motherfucker. I don't like this guy anymore, bro. Nur um eine Sache geht, und zwar Geld. Auch bei seinem lukrativsten Künstler Biggie Smalls zu beobachten. Denn nach dem Mord an Tupac erhielt Biggie regelmäßig Morddrohungen aus Kalifornien, weshalb er die Westküste eigentlich meiden sollte. Doch Diddy wollte einfach wie gewohnt weitermachen und überredete sogar Biggie im Jahre 1997, nur 6 Monate nach dem Mord an Tupac, mit ihm nach Los Angeles zu den Soul Train Awards zu reisen. Da Biggie zu diesem Zeitpunkt sogar einen gebrochenen Oberschenkel hatte und die Morddrohung täglich zunahm, wollte Biggie eigentlich in New York bleiben. Doch Diddy konnte ihn letzten Endes überreden, nach Cali zu fliegen und an der Preisverleihung teilzunehmen. Wegen Geld wieder auch, ne? Oder der hat einen Hinterhalt geplant selber. Die Veranstaltung lief auch reibungslos ab und Biggie wollte direkt nach der Show zum Flughafen zurück, da er für einen Pressetermin in London gebucht war.
Aber laut den Aussagen von sehr vielen Zeugen wollte Diddy unbedingt, dass Biggie noch zu der Aftershow-Party kommt und sagte den Pressetermin in London ab. Deswegen glauben einige, dass Biggie möglicherweise von Diddy in den Hinterhalt gelockt wurde. So. Aber wie dem auch sei, sie ging am Ende gegen Biggies Willen zu der Aftershow-Party. Nach der Party stieg Biggie nur mit ein paar Freunden ins Auto, während Diddy 3 Sicherheitskräfte in seinen Wagen hatte. Dadurch war Biggie ungeschützt. Und genau als das Auto von Diddy von Biggies Auto getrennt war, tauchte auf einmal ein Auto auf und... Ja, Digga, das ist schon wild, ja? ...ihre Male auf Biggie Smalls. Leider trafen ihn die Kugeln tödlich und Biggie verstarb in Kalifornien. Normalerweise würde ein guter Freund nach so einem Vorfall mit Biggie ins Krankenhaus fahren und dort so lange bleiben, bis alles geklärt ist. Doch Diddy flog nur 2 Stunden nach dem Vorfall Heli nach San Diego und tauchte unter. Vielleicht hatte Diddy einfach nur Angst um sein Leben. Aber genau solche herzlosen Aktionen lassen viele bis heute denken, dass Diddy etwas mit Biggies Tod zu tun hatte. Die Leute, die mein Video "Wer hat Biggie Smalls auf dem Gewissen" gesehen haben, wissen, dass fast alle Beweise dafür sprechen, dass Biggie höchstwahrscheinlich durch Death Row Records sein Leben verlor. Aber ich bin ebenfalls der Meinung, dass Diddy eigentlich dafür sorgen müsste, dass Biggie auf keinen Fall nach Kalifornien fliegt. Denn dann... Ja, ich sag ehrlich, ich trau diesem Diddy-Typen alles zu. So. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, weil die Pack umgelegt haben, dass sie auf jeden Fall, aber ja, die hätten Diddy umgelegt dann. Weil ich glaube, der Shook Knight ist schon intelligent genug gewesen, um zu checken, dass Diddy dafür verantwortlich war, dass Pack umgelegt wurde. Und das ist die Quintessenz, ist Diddy umzulegen. Biggie und Pac waren Brüder. Biggie hat Pac gefühlt. Andersrum genauso. Diddy hat dafür gesorgt, dass die beiden sich nicht mehr fühlen und dass der Beef entsteht. Und Diddy hat wahrscheinlich dafür gesorgt wegen Clive Davis, der Cousin, der hinter ihm steht und der alle Fäden in der Hand hat, so mäßig. Weißt du, wie ich meine, so? Deswegen, also eigentlich am Ende des Tages hätte man einfach nur Clive Davis umlegen müssen. Oder Diddy, aber nicht Biggie, Bro. Das ist schon crazy, ja? Hätte Biggie wahrscheinlich nicht sein Leben verloren. Stattdessen nutzte er den Tod von Biggie für Promo-Zwecke und veröffentlichte sogar einen Song für Biggie, der zum erfolgreichsten Track von Diddys Karriere wurde. Das stimmt, Digga. Das stimmt. Der Song war aber auch geil, Digga, sag ich dir ehrlich. So dass Bad Boy Records trotz dem Tod von Biggie gefragter denn je war. Also geht die Erfolgsgeschichte weiter. Nach Biggie wurde Mace zum neuen Aushängeschild von Bad Boy Records. Mace signte im Alter von 19 Jahren einen 250.000 $ Vertrag mit Diddy und veröffentlichte im Oktober 1997 sein Debütalbum, das sich über 5 Millionen Mal verkaufte und dadurch zu einem riesigen Erfolg wurde. Mace auch wild. Mace hätte dadurch eigentlich ein Multimillionär werden müssen. Doch im Vertrag mit Bad Boy stand, dass er für lausige $20.000 seine Musikrechte an Diddy abgetreten hat. What the fuck, Bro? Durch Mace praktisch nichts von den Einnahmen erhielte. Da Mace aber zu einem der gefragtesten Künstler der Szene wurde, fragte er Diddy, ob er seine Rechte für $2 Millionen zurückkaufen könnte. Aber auch eine andere Plattenfirma aus Europa zeigte Interesse an Maces Musikrechten und machten Diddy ein lukrativeres Angebot, das er an... Digga, Alter, was für ein Arschloch. Überleg dir mal 20.000, bruv. Dadurch besitzt Mace bis heute seine Musikrechte nicht und muss bis zu seinem 5. Lebensjahr warten, um sie zurückzuerhalten. Die haben den gefickt, Alter, einfach so. Digga. Musst du dir mal überlegen, ja? Alter Vater, Alter. Das ist ja krass. Unter anderem wegen dieser Aktion gab Mace im Jahre 1999 bekannt, dass er seine Karriere im Alter von 21 Jahren beenden würde. Er wurde Pastor und konzentrierte sich auf die Religion, bis er... Gänsehaut. Der Bruder ist in die Spiritualität gegangen. Und ist dadurch nicht mehr in Diddy-Kreisen geblieben und hat irgendwelche Kids oder irgendwelche Prostituierten oder irgendwelche Gay-Shit durchgezogen, weißt du, wie ich meine? Bruder, Gottes Wege sind unergründlich. Aber sie führen die guten Menschen mit gutem Herzen auf den richtigen Weg. Mua. Jahre später sein Comeback feierte. Ist er doch nochmal zurückgekommen, aber mit Diddy auch, oder was? Weil immer noch unzufrieden mit Diddy war, versuchte er, neue Deals zu bekommen. Ah, Bruder, hör doch auf, ja. 50 Cent zeigte Interesse daran, Mace bei G-Unit Records unter Vertrag zu nehmen. Deshalb war Mace eine Zeit lang gemeinsam mit der G-Unit zu sehen. Doch kurz Mace unterschreiben wollte, verlangte Diddy $2 Millionen von 50 Cent, damit Mace rechtskräftig ein Teil... Immer noch, Diddy, Alter, lass doch mal los, Langer, was ist mit dir los? G-Unit Records werden konnte. Dadurch platzte der Deal und ein Beef zwischen 50 Cent und P. Diddy entstand, über den ich ja bereits ausführlich berichtet habe. Das Video verlinke ich euch zum Schluss. Mace musste ganze 13 Jahre kämpfen, bis er letztendlich im Jahre 2012 von Diddy freigelassen wurde. Doch genau wie bei Craig Mack war es da schon lange zu spät. Vorbei. Cousin, wärst du einfach beim Prediger geblieben, ja? Und Mace konnte nie wieder so groß werden wie früher. Im Jahre 1998 unterschrieb ein neuer Künstler bei Bad Boy Records namens Shine und sollte der nächste Superstar des Labels werden. Doch als wäre Bad Boy Records verflucht, nahm auch seine Karriere um.
einfach diese Künstler so verbrannt, Alter, mit deren Träumen so gespielt, weißt du, überleg mal, dein Traum ist so Ding zu werden, Mucke zu machen, dies, das, auf einmal hast du voll den Hype, Digga, du gehst voll ab, geht voll in eine geile Richtung rein und der gibt dir 20.000, Digga, und sagt, ey, deine Rechte gehören mir jetzt, du kriegst einen Scheißdreck und du kannst auch nirgendwo anders hingehen oder so, ich lass dich nicht frei. Ekelhaft, ich schwöre, alleine das sollte schon zeigen, was für ein verschmutztes Herz muss ein Mensch haben, dass der sowas tut. Vor allen Dingen jemand, der schon so viel Geld gemacht hat wie so ein Diddy. Abrupt ein Ende. Denn Shine arbeitete über ein Jahr lang an seinem Debütalbum, bis es im Dezember 1999 endlich fertig wurde. Um das. Oha, Shine ist doch der mit dieser dunklen Stimme. Shine ist doch der Cousin hier, oder? Den habe ich doch auch in meiner Playlist eigentlich drin, Alter. Brutale Stimme, Digga. Ich fühle dich komplett. Der Bruder ist jetzt Präsident oder so. Der ist doch irgendwie Government-Mitarbeiter von irgendeiner Insel, Digga. He's the leader of the opposition in the Belize House of Representatives. Krass, ja, Mann. Belize, Digga. Wusste ich doch. Miese Recherche, Digga. Wisho. Jahren fuhr Shine gemeinsam mit Diddy, seinem Bodyguard und Diddys damaliger Freundin J-Lo in. Oh, Digga, J-Lo, das ist mein Girl, Bruder. Diddy, nimm den Finger weg von diesem Mädchen, Langer. Ich schwöre, das ist so die Bro. Fuhr Shine gemeinsam mit Diddy, seinem Bodyguard. Bruder, das ist meine große Liebe, ja. Das war meine große Liebe damals, ja. Jennifer Lopez, Bruder, für die hätte ich gekillt. Sag ich dir so, wie es ist, Alter. Und so ein schmutziger Bruder dann seine Finger an die Dung. Genauso wie R. Kelly mit Aaliyah, Bro. Diese Wichser. Und Diddys damaliger Freundin J-Lo in einem Club am Times Square. Im Club rempelte Diddy versehentlich ein Gangster namens Scar an, der sich sofort umdrehte und begann, Diddy anzuschreien und zu bedrohen. Natürlich versuchten Diddys Bodyguard und Shine dazwischen zu gehen. Digga, dieser Song damals, J-Lo, Bruder, damals, Ding hier. Oh yeah! Oh yeah! Ah, it's for you, girl. Bruder, ich hätte so gut in diese Zeit reingepasst, ne? Sag ich dir ehrlich, Digga. Ich hätte so gut in diese Zeit reingepasst, aber New York, Alter, in den 90ern, da hätte der Lovelock groß werden müssen. Sag ich dir so, wie es ist, Alter. Doch Scar zog sehr schnell an seinen Hosenbund und zog angeblich eine Waffe. In diesen Augen. Dann wärst du heute nicht hier, wahrscheinlich, ja. Flogen mehrere Schüsse durch den Club und drei Menschen wurden verletzt. Eine Kugel traf sogar das Gesicht einer Frau namens Latanya Rubin. Sie wird gleich nochmal interessant in der Geschichte. An dem besagten Abend wurde niemand festgenommen. Doch Scar roch seine Chance auf das große Geld und ging noch am selben Abend zur Polizei, um Diddy und Shine anzuzeigen. Nur einen Tag später wurden beide dann verhaftet und mussten sich vor Gericht verantworten. Diddy holte sich die besten Anwälte des Landes, während Shine von ganz normalen Anwälten vertreten wurde. Außerdem soll Diddy Zeugen bestochen haben, damit sie vor Gericht falsch aussagten und ließ das Überwachungsvideo des Clubs verschwinden. Vor Gericht gab er dann an, dass er nichts mit der Situation zu tun hatte. Strategien übernommen von Clive Davis, Digga, Wisho. Seine Mentoren, Digga, das dürft ihr nicht außer Acht lassen. Diese ganzen Sachen, die der durchzieht, seine Mentoren sind maßgeblich dafür verantwortlich. Da Diddy die Beweise verschwinden ließ, reichten die Beweise nicht aus, um ihn zu verurteilen, weswegen er freigesprochen wurde. Mich würde noch mal interessieren, wer der kleine Bruder links neben ihm ist. Beweise verschwinden ließ. Und dass er seinen eigenen Künstler dann wieder mit normalen Anwälten, und da merkst du, Digga, was ist für... Reichten die Beweise nicht. Wer ist denn der Cousin hier, der Linke? Um ihn zu verurteilen. Weswegen er freigesprochen wurde. Bei Shine sah das Ganze aber ganz anders aus. Denn um Diddy zu entlasten, gab er vor Gericht an, dass er nur einmal in die Luft geschossen hatte, um Diddy zu schützen. Dabei habe er jedoch keinen Menschen getroffen. Bruder, das ist ein Joint bei dir. Normal, Digga, ich sag doch, 90er Jahre, New York, dies, das, bla, bla, bla. Was ist los mit euch, Digga? Habt ihr nicht mitbekommen? Das war aber für die Jury Beweis. Ich bin voll in meinem Film gerade drin. Wir haben gerade Jennifer Lopez und Nas angehabt und so, Bruder. Bro, ich bin drin jetzt. Ich bin jetzt da. Und Shine kassierte im Jahre 2001 10 Jahre Haft, von denen er knapp 9 Jahre absitzen musste. Das Verrückteste an der ganzen Geschichte ist, dass die Frau, die ins Gesicht geschossen wurde, ebenfalls vor Gericht aussagte. Sie behauptete ebenfalls, dass Shine nur in die Luft schoss und dabei niemanden verletzt hatte. Sie war jedoch fest davon überzeugt, dass sie ganz klar gesehen hat, wie Diddy derjenige war, der ihr ins Gesicht geschossen hat. Diese Anschuldigung wiederholte sie sogar vor einigen Monaten, ganze 25 Jahre später. Puffy, pew pew me in the face. They all knew he did it, everybody knew he did it, but he paid off the club bouncer named Charisse and the club owners with their video to hide the video. Diese Aussage könnte tatsächlich wahr sein,
da bei der Notoperation an ihrem Kopf eine Kugel gefunden wurde, die nicht mit der Tatwaffe von Shine übereinstimmt. So. Doch das schien auch nicht als Beweis auszureichen, sodass Diddy ohne Konsequenzen weiterleben konnte. Im Jahre 2004 gab Shine dann ein Interview während seiner Haftzeit, in dem er ganz klar sagte, dass Diddy ihn unter den Bus geworfen habe, um sich selber zu retten. Like, how do you call a witness to testify against your comrade? You don't have to hold my hand. You don't have to. Ich fühl den irgendwie. Geil, mit seiner Brille und seinen Vibes, Augen und so, der hat Vibes, finde ich. Irgendwie, ich fühl den irgendwie. Don't try to hurt me. Und dieser Vorwurf wurde auch von den Ex-Bodyguard von Diddy bestätigt. Auch er sagt, dass Diddy Zeugen bezahlt habe, damit sie die Schuld auf Shine lenken. The reason they got off was people was coming to Bad Boy Security. Malcolm X Vibes, so mäßig, ne? Said that they were there. And some of those people who were making statements, they was making statements against Shine. Natürlich wies Diddy alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe von sich. I did not force anybody or tell anybody to say anything that would damage or hurt Shine's case. I just wouldn't do that. Doch ja, ayo, Bruder, ayo. Ayo, Digga, ayo. Das glauben wir dir jetzt mal, mein Jutster. Diddy immer wieder bei allen Vorwürfen seine Unschuld beteuert, gibt es noch etliche Künstler, die mit Diddy einen Streit hatten. Wie beispielsweise The Lux, die schon Mitte der 90er Jahre im Teenage-Alter einen Vertrag bei Diddy unterschrieb. Auch wilde Leute. Ey, Digga, hat er die alle rangenommen, ne? Der Wichser, Alter, der Diddy, ja. Die waren auch krass, ja, The Lux. Genauso wie viele andere Künstler bei Bad Boy Records. Ab den Jahren 1999 waren The Lux unzufrieden mit der Labelarbeit und wollten ihren Vertrag mit Diddy beenden, um bei Rough Riders zu unterschreiben. Doch auch nach jahrelangen Verhandlungen ließ Diddy sie nicht gehen. Immer wieder dieselbe Scheiße, ne? Immer wieder dasselbe Muster, Alter. The Lux, eine Let The Lux Go-Kampagne ins Leben riefen. Sie fingen an, Shirts mit der Aufschrift zu tragen, begannen Diddy zu dissen und hatten sogar eine... Klar, Diddy hat doch auch geile Mucke gemacht. Ja, aber für mich war Diddy nie der krasseste, Bro. Der hat ein paar geile Songs gemacht, so, ja. Aber der war nie jetzt so krass. Finde ich jetzt persönlich so. Der ist auch mehr so wie ein... Okay, Dre hat auch schon krasse Lieder gemacht, aber die waren... Das sind halt Producer, mehr oder weniger die Leute, Label-Leute, die Leute zusammenbringen, so DJ Khaled-mäßig und so. Also Diddy war nie so krass wie Biggie oder Pac, oder Diddy war auch nie so krass wie alle Leute, die er gesigned hat, so. Finde ich. Auseinandersetzung live im Radio, bis Diddy sie endlich nach fast 10 Jahren gehen ließ. Der hat halt ein gutes Gespür dafür gehabt, wen sein, wen kann man groß machen, wen bringt man mit wem zusammen und so. Weißt du, wie ich meine? So, der hat halt einen guten Vibe gehabt, ein gutes Gespür dafür gehabt, wer funktioniert. Und das ist halt, es gibt halt dann zwei Arten von Menschen so. Es gibt eine Art von Mensch wie Diddy, der diese Art und Weise, die er hat und diese Fähigkeit dafür, so Sachen zu sehen und so, nutzt, um einfach nur sich selbst zu bereichern und da auch über alle Leichen springt und drauf scheißt, wie es den Menschen, mit denen er arbeitet, dabei geht. Und einfach nur für sich das alles ausnutzt. Und dann gibt es die Art Mensch, die versucht, das auf eine positive Art und Weise gut zu machen und quasi Menschen zu helfen, Digga, Menschen weiterbringt und ja, das mit einer guten Intention macht, so, weißt du? Einer meiner Lieblingsshows von Diddy, die mich damals sehr unterhalten hat, war Making the Band. Ja, der hatte auch so junge Leute, ne? Making the Band, ist da nicht B2K entstanden noch? Show, in der Diddy eine Band aus Untergrundkünstlern aus ganz Amerika gründete, die am Anfang sehr erfolgreich wurden. Doch laut den Aussagen von fast jedem aus der Band wurden sie sehr schlecht bezahlt, weil sie alle einen schlechten Vertrag bekamen, indem sie ihre Rechte für 20 Jahre lang für lächerliche 7.500 Euro abgaben, die sie dann zu 6 teilen mussten, während Diddy allein durch eine Staffel einen Gewinn von 43 Millionen Dollar erzielte. So, das ist krass, Digga. Jetzt könnte man sagen, dass Diddy einfach nur durch und durch ein Geschäftsmann ist und die Künstler alle selbst Schuld haben, wenn sie einen Vertrag unterschreiben. Aber auch bei der Gruppe The... Der nutzt halt die Leute aus, die keine Ahnung haben. So, das wird ja bis heute noch in der Industrie so gemacht. War der größte Teil der Mitglieder noch sehr jung. Wie beispielsweise Sharper City, der nicht mal 18 Jahre alt war, als er seinen Vertrag unterzeichnete. Deswegen sind sehr viele der Meinung, dass Diddy gezielt junge Künstler auswählt, die leichter ausgenutzt werden können. Und eventuell auch noch andere Sachen mit denen angestellt hat. Doch auch wenn ich nun eine halbe Stunde über die Machenschaften von Diddy in der Musikbranche gesprochen habe, gibt es noch eine ganz andere Seite von Diddy, die fernab von der Öffentlichkeit sichtbar war und seit kurzem immer mehr ans Licht kommt. Deswegen schauen wir uns im zweiten Teil die ganzen Anklagen gegen Diddy an, die dafür... Machst du jetzt so oder was, Alter? Also der zweite Teil ist eigentlich erst wirklich interessant, oder was? ...haben, dass er von manchen...
Aber ich sag ehrlich, der Anfang war ein bisschen so Kaugummi-mäßig, Digga, hat sich ein bisschen gezogen, aber jetzt so Richtung Ende fand, also ich fand's schon interessant, Digga, hat mich ein bisschen in meine alten Vibes auch reingeholt, so. Mit Epstein verglichen wird. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das wird nichts für schwache Nerven. Also vergiss nicht zu abonnieren. Doch was sagt ihr zu dem Ganzen? Sind die ganzen Gerüchte einfach aus der Luft gegriffen? Oder denkt ihr, dass der Großteil wahr ist? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich küsse dein Herz, Benny, Alter. Starkes Video auf jeden Fall. Liebe geht raus an dich, Cousin. Teil 2 können wir uns definitiv auch geben, meine lieben Freunde. Liebe geht raus an die ganze Community. Schreibt eure Gedanken natürlich wie immer unten in die Kommentare rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Ja, Mann, Alter. Ich küsse euer Herz. Wenn ihr Bock auf Teil 2 habt, schreibt es auch in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out, Digga.